Hallo, liebe Schnitzelsohn, und herzlich willkommen zurück zu A Pleasure Tale Innocence. So, jetzt gehen wir hier weiter. Aber hier ist eine Burg. Oha. Oha! Hä? Als ob's Drachen gibt in dem Spiel. Hä? Das ist doch ein Drache da. Hey, ich warte. Hä? Hä? It's a prank! Wir sind noch gar nicht losgelaufen, liebe Freunde. Alles gut. Natürlich gibt's keine Drachen. Aber wäre cool gewesen. Wäre cool gewesen. Also jeden, den ich geprankt habe von den drei Zuschauern, schreibt es in die Kommentare rein. Ob mir es gelungen ist. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Krass. Die Atmosphäre haben sie so geil hinbekommen bei dem Spiel, wirklich. Hammer. Hammer. Nein. Oha. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Oha. Melly, ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, irgendwas geht schief, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Das wäre so ein Twist, wenn einer von den Hauptcharakteren sterben würde. Viel Glück. Dir auch. Weil das denkt mir überhaupt nicht. Das kleine Kind holt sie. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen raus. Oder sie. Keine Sorge, wir haben weiß sie vielleicht holt sie retten will. Das wäre zu krass. Das wäre einfach zu krass. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Aber das ist halt das Gute bei einem Indie-Game. Es ist immer unerwartet. Du weißt nie, was passiert. Kann jetzt gehen eigentlich? Ah, ich schleich mal lieber, ich weiß nicht. Ich weiß nichts, liebe Freunde. Oh, geht's weiter auf. Okay, hier ist nichts. Wow. Wow. Da drüben, das muss die Universität sein. Ah, das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Das sieht ja geil aus. Und das geht schon echt lang, das Game. Muss ich echt sagen. Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Weil ich mag so Spiele nicht, die was so eine geile Story haben und dann sind sie so kurz, ja. Dann baust du ja keine Verbindung auf zu der Story. Hey, ihr da drin! Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen! Schau gut! Wir machen nur ein paar Sachen! Verdammte Bourgeoisie! Aber so könnte es halt früher wirklich gewesen sein, ne? Für jede Kleinigkeit wurde es bestraft. Dann kam die Pest auch noch. Mussten alle evakuieren. Die, was nicht mit wollten und zu Hause bleiben wollen, die wurden wahrscheinlich gleich gekillt. Thank you.
die lassen wir lieber in Ruhe, ne? Weil zwei mit Helm. Vorsicht! Letzter Aufruf! Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Alter, warum jetzt? Genau. Und das Kriegsrecht halt auch noch, ne? Wow. Probier's halt, liebe Freunde. Das und dann Stein. Wo ist der nach? Komm schon, geh, verpiss dich. Alter, die Ratten haben ihn einfach schon gegessen. Was ist hier? Nix. Lasst mich in Frieden! Haut ab! Scheiße! Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Geil, oder was? Wir ficken sie einfach alle. Kommt ihr hier nicht durch, gell? Nein. So, jetzt wartet mal. I? Wir können noch nichts aufwerten. Da fehlt uns zu viel. Da bräuchten wir zwei Lederdinger. Okay. Machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Verdammt! Lass es euch hier! Ist das überall so? Das ist auch eine gute Frage. Ist wieder viel zum Einsammeln.
Okay, wir können hier auch runter. Aber warum gibt es uns die Möglichkeit, hier runterzugehen? Schatztrojaner. Wow, eine Ratte kommt direkt zu uns. Schisch. Hat er einen neuen Stock? Probier's einfach. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Wir haben es probiert, liebe Freunde. Wir haben es probiert. Hm? Oha! Müssen wir sich Sachen nochmal einsammeln? Na komm, der letzte Aufruf. Ich hab dir doch gesagt, dass die Zeit drängt. Ach, Kacke. Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Schatz! Lass es doch hier. Wir kommen später wieder. Scheiße. Ist das überall so? Ich hab gerade ein Déjà-vu, liebe Freunde. Ah, oh, das machen wir schnell. Hopp, 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 hopp. Wusch. Dass man nicht laufen kann mit der... Ja, okay. Wenn man laufen könnte mit der Fackel, dann würde sie wahrscheinlich ausgehen. Das wäre nicht so realistisch, liebe Freunde, ne? Jetzt können wir gleich gucken. Okay, es ist überall das Gleiche drin. Riskieren wir es nicht, liebe Freunde. Riskieren wir es nicht. Nee, das geht sich nicht aus. So, jetzt schauen wir nochmal kurz. Wollen wir jetzt mal. Ne, kann man nichts machen. Passt. Oder runter. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin. Aber immerhin lebe ich noch. Richtig. Rein mit dir! Bleib da und sei ruhig! Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann! Das war dein Mann! Für den ist es aus, also verzieh dich! Nicht allein! Ich kann doch nicht ohne ihn gehen! Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Ich bin ansteckend! Geh fort von hier! Hör auf ihn! Verzieh dich! Sofort! Oh Herr! Herr! Oh, ich bin diesen Scheiß so leid! Gott! Oh Mann, jetzt haben sie einen Mann schon umgebracht. Fuck! Tut mir leid. Hey, wo ist der Gehängte hin? Oh nein! Ah, da kam also der Lärm her. Und diese verfluchten Ratten haben sich schon auf... Fuck! Alter. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Oha! Mit dem Kind. Junge, dein Sohn ist...
ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Siehst du die Toten da? Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Rassen. Ohne uns gäbe es hier nur Chaos. Ich sollte dich festnehmen, aber ich bin gnädig. Geh und bete für deinen Sohn. Und wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Drecksinquisition, ey. Aber dann gut, liebe Freunde. Wie es dann hier weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Haut rein, liebe Süßes, euer Phil. Tschüss.